Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, in diesem Video geht es um ZecMec-Kricken als D42 Adventure-System. Und zwar habe ich da etwas gebastelt mit dem D42 Adventure-System. Und zwar ZecMec-Kricken. Ja, das wollte ich mal jetzt ganz gerne schon so ein bisschen so testen. Ich habe so die ersten 5-6 Räume habe ich jetzt erstellt. Da sind noch ein paar Fehler drin, ja, das weiß ich. Aber trotzdem habt ihr mal so einen kleinen Vorgeschmack von dem bekommen, was euch nächstes Jahr, also sprich 2025, erwarten wird. ZecMec-Kricken als D42 Adventure-System. Gut, ich mounte mal ZecMec-Kricken. Das wäre damit schon erledigt. Dann schaue ich mir das mal Ganze mal an. Wie viele Räume haben wir? 0 zählen nicht mit. 0 bis OD. Das wären ja dann noch schon 10, 11, 12 Räume. 12 Räume habe ich schon erstellt. Wobei die letzten Räume, ja, also Alpha-Stadium haben, maximal. Genau, wir brauchen nicht den Editor, sondern wir brauchen den Player. Und das, der heißt bei mir jetzt einfach nur Zack oder Zack, wie auch immer. Ja, das Titelbild, das bleibt ja so, es ist so, wie es ist. Daran kann ich ja nichts ändern. Dimension 42 Adventure System. Drehen wir für euch die Musik so ein bisschen leiser. Einfach nur so, dass sie so ein bisschen im Hintergrund noch zu hören ist, damit ich das eine oder andere dazu noch besser erzählen kann. Ja, das wäre jetzt das Titelbild. Der Tuxer ZecMec-Kricken 2024 wird höchstwahrscheinlich noch in 2025 geändert. Und das Ganze als D42 Adventure-System. Ja, die Musik hat natürlich nichts mit dem Original zu tun. Das ist praktisch Titel, die hier zu hören sind, sind alle vom D42 Adventure-System bereitgestellt. Und ja, die kann ich auf jeden Fall lizenzfrei, kann ich die benutzen. Ja, und deswegen nehme ich die jetzt halt eben auch. So, wie fängt jetzt denn an? Boss redet zu Zack. Zack, Zack, Zack oder Sek, Sek, Sek. Was soll ich nur mit dir machen? Aber Boss, ich gewinne niemals einen Literaturpreis bei diesem Revolverblatt. Ich will keine dummen Stories erfinden. Dann erfinde eine intelligentere Stories. Schau, mach doch diesen einen Bericht und dann kannst du den Roman schreiben. Hier ist das Ticket nach. So, das muss man jetzt erst aufnehmen. Mit nimm Ticket nach Seattle. Wie viel mehr über das zweiköpfige Eichhörnchen, das Camp angreift, erfahren? Naja, na gut. Wenn du schon mal da bist, das erste UFO wurde vor 50 Jahren am St. Rainier gesehen. Mach was draus. Boulevard-Reporter, er wirkt Chef wegen dumm Reporterauftrags. Was hast du gesagt? Nichts, Boss. Ja, so beginnt die Story. Text habe ich 1:1 übernommen vom Original und versuche, na, lädst du wohl weiter. Und ich versuche halt eben auch, mich an die alte Rechtschreibregel zu halten. Ja, inwiefern mir glückt, weiß ich noch nicht. Genau, jetzt fehlt natürlich der Traum. Das habe ich jetzt ein bisschen anders gelöst. Weil würde jetzt der Traum kommen, so als Art Cut-Szene, sage ich einfach mal. Und das wird jetzt insofern so gelöst, indem man jetzt erstmal das Bett untersuchen muss. Aber lesen wir uns erstmal den Text hier durch. Spät in dieser Nacht liegt Zack im Bett. Alleine, wie immer. Zack steht auf und öffnet das Rollo, damit Tageslicht das Schlafzimmer erreichen kann. Genau, wenn man den Traum jetzt auch nochmal so miterleben möchte, dann muss man sagen, untersuche Bett. Zack schaut auf sein Bett und denkt, was für ein Traum, und lässt diesen Revue passieren. Er hat von einem roten Planeten geträumt. Dort befand sich ein Gebäude mit einem Gesicht. Hier war eine Karte von unserer Erde, wie sie vermutlich vor Millionen von Jahren mal ausgesehen hat. 5 Orte sind hier vermerkt. Er träumte davon, wie er vor sich selbst stand. Dann erschien ein Alien und zeigte ihm ein geheimes Zeichen. Da sehe ich, da fehlt ein Bindestrich. Ein Bindestrich langsam. So, gleichzeitig werde ich das Ganze natürlich auch dokumentieren. Alle Fehler, alle Bugs. Da habe ich hier so eine wunderschöne Excel-Tabelle. So ähnlich wie bei meiner Menschen ja auch. So, wo bin ich jetzt? Hier bin ich. Das muss ich natürlich rot machen, den Raum.
Text unter Suche Bett Binde Strich. Das sollte für mich dann auch soweit dann ausreichen, dass ich mich dann hinterher zurechtfinde. Geheimes Zeichen. Erschrocken rannte Zack weg und sah eine wunderschöne junge Frau vor sich. Die zeigte ihm eine Vorrichtung mit drei Kristallen. Gelb, blau und weiß. Als er mit einem Lächeln auf sie zugegangen ist, verschwand sie. Leider. Eine Maske mit Hut kam auf Zack zu. Er lief davon. Er ging durch eine Tür, welche in einem Tunnel endete. Nun befand er sich vor einer riesigen Maske. Wow, was für ein Traum. Ich sollte eine Zeichnung von dieser machen, die ich gesehen habe. Ich glaube, da fehlt noch ein Wort, ne? Ich sollte eine Zeichnung von dieser Karte, glaube ich. Kann das sein, dass ein Wort fehlt? Ich mache mir da meine Notiz. Gut, das wäre jetzt so viel zu der Cutscene. So hätte ich die dann dementsprechend auch verarbeitet. Ja, wir sehen uns jetzt hier um und sehen natürlich Sushi als Fisch. Und die Plastikkarte sieht man, kann die aber so nicht aufnehmen. Also ich muss an einer Stelle muss ich natürlich einiges ein bisschen komprimieren, ein bisschen kürzen, weil mir stehen nur eine Handvoll Objekte zur Verfügung, eine Handvoll Räume und so weiter. Man ist also ein bisschen eingegrenzt. Also ich bin jetzt glaube ich schon mal über 20 Sprites und bin immer noch im eigentlichen im ersten Ort, also in Seattle, nicht in Seattle, in San Francisco, genau, da startet er ja. Und da fehlt mir auch noch das Zimmer von der Annie. Ansonsten habe ich da in dem Bereich alle Räume schon. Und ich bin bei, weiß nicht, 20 Objekten oder wie auch immer. So, nimm Sushi, das geht natürlich. Sushi im Glas. Nimm Sushi im Glas. Und dann kann man noch hergehen und sagen, öffne Schreibtisch. Zack öffnet die Schublade vom Schreibtisch und erhält folgende Gegenstände. Papierstück, das muss ich auch noch ändern, Telefonrechnung und seine Cashcard. Daraufhin schließt er die Schublade wieder. Fehlt eigentlich auch noch ein Wort vielleicht. So, dann gucken wir mal eben. Tapetenfetzen, genau. Das Wort Papierstück muss durch Tapetenfetzen ersetzt werden. Schreibe ich auch sofort auf. So, was kann man hier noch machen? Jetzt schauen wir uns mal eben um. Die Sushi ist weg. Die Plastikkarte als solches, und zumindest dieser grüne, ja, diese grüne Fleck ist immer noch da und das bleibt auch so. Ja, viel mehr kann man hier nicht machen. Anrufbeantworter kann man nicht anmachen. Licht kann man nicht an- und ausmachen. Rollo kann man auch nicht betätigen. Ja, und die Kommode kann man auch nicht öffnen. Was man öffnen kann, ist die Tür. Öffne Tür. Oh, mein Joystick. Oh, was ist hier los? Öffne Tür. Genau. Betritt einen weiteren Raum. Und in den Raum ist jetzt erstmal der Fernseher. Der Fernseher ist schon an, aber in dem Fall jetzt ohne Ton. Stecker ist auch drin. Zack betritt den Wohnbereich seiner kleinen Wohnung. Hier ist ein großer Fernseher und eine Sitzgelegenheit. Es laufen gerade die Nachrichten. So, der Ton ist aus. So, was kann man machen? Verschiebe Sitzkissen. Zack hebt das Sitzkissen hoch und schnappt sich die Fernbedienung. So, und jetzt kann er nämlich hergehen und sagen, benutze Fernbedienung. Zack schaltet die Lautstärke so ein, dass er die Nachrichten hören kann. TV Lori, guten Morgen San Francisco, hier ist Lori Amore. Wir fahren fort mit der heutigen Top-Story über die Mars-Mission der Mädchen. Nach dieser wichtigen Nachricht. TV Annie, hallo, ich bin Annie Laris von der Archäologischen Gesellschaft. Zack, irgendwie sieht sie so bekannt aus. Wo habe ich sie nur gesehen? TV Annie, unsere Suche nach den Rätseln der Vergangenheit bringt eine bessere Zukunft. Aber wir brauchen Ihre Hilfe. Bitte geben Sie die Artefakte in unserem Büro ab. Ich verspreche, dass nichts beschädigt wird. Vielen Dank für Ihre Mühe. So, Validität. Jetzt spricht die TV-Lori weiter. Nun zum Mars und einem der Mädchen, das diese gefährliche Reise unternommen hat. Hallo, Melissa. Warum sind Sie und Ihre Freundin Leslie zum Mars geflogen? Ihr Traum zeigte uns ein Außerirdischer, wie man aus einem Bus ein UFO baut. Wir sollten damit zum Mars fliegen und weitere Anweisungen abwarten.
Also sind wir hier. Ach so. Und haben Sie Ihre Anweisungen erhalten? Nein, bis jetzt haben wir kein intelligentes Leben gesehen. Aber wir werden warten. Hoppla, ich sehe gerade, dass mein Sauerstoffgerät alle ist. Ich muss gehen. Hier sehe ich gerade, steht hier, das scheint nicht zu funktionieren. Da muss ich da auch nochmal nachgucken, was da jetzt in dem Fall falsch gelaufen ist. So, ich mache nochmal auf Umsehen. Gut, da hat sich natürlich in dem Fall jetzt nichts dran geändert. Ton ist wieder aus. Dann kann man hier eigentlich auch weitergehen. Jetzt kommt man im Bereich der Küche. Eigentlich, hoffe ich mal, ja. So, da haben wir zwei Sprites, einmal ein Messer und einen kleinen Schlüssel. Zack befindet sich in der Küche. Hier ist eine Spüle inklusive Hacker, ein Kühlschrank und ein Backofen, welcher er noch nie benutzt hat. Habe ich einfach mal so hineininterpretiert. So ein bisschen so künstlerische Freiheit habe ich mir auf jeden Fall jetzt hier rausgenommen. An den Wänden befindet sich in der Regel ein Messer und ein Schlüssel. Ich habe extra in der Regel geschrieben, weil ich den mich gleich wegnehme und er geht aus dem Zimmer raus und wieder rein, damit er wieder steht. Hier befindet sich, aber dabei ist er ja weg. Und deswegen habe ich ja so ein bisschen improvisiert. Ich kann natürlich hergehen und sagen, nimm Messer. Zack, nimmt das Outdoor-Messer, welches er als Buttermesser in Verwendung hat. Mal lieber mit. Nimm Kleinschlüssel. Das ist jetzt ohne Text. Hat er den überhaupt genommen? Mal kurz gucken. Doch, er genommen hat er. Da fehlt eigentlich noch ein schlauer Satz. Wenn er schon was aufnimmt, dann sollte da auch etwas Schlaues passieren. Textmäßig. Was kann man noch machen? Man kann noch hergehen und sagen, öffne Kühlschrank. Zack öffnet den Kühlschrank und stellt fest, dass er nur ein Ei in diesem hat. Er nimmt das Ei mit und schließt die Kühlschranktür wieder. Ah, die Buntstifte sind auch hier und nicht unter. Textfehler. Ah, die Buntstifte sind hier und nicht unter der Spüle. Die nimmt Zack auch mit, genau. Weil im Original sind hier unter der Spüle und hier habe ich auch ein bisschen abgekürzt, sind auch im Kühlschrank. Kann ja mal passieren, ne? Gut, umsehen nochmal. Ja, Messer ist weg, der Schlüssel ist weg. Ja, sonst hat sich hier nichts geändert. Und dann kann er eigentlich auch rausgehen, indem man sagt, öffne Tür, öffne Spüle. Irgendwas, ich glaube, der Spüle kann man hier das Brot noch einstecken. Aber man muss erst die Spüle reparieren. Also das will ich auf jeden Fall einbauen. So, Zack schaut sich seine Wohnung an und stellt fest, dass sie aufgeräumt ist. Und geht nach draußen. Zack schaut sich seine Wohnung an und stellt fest, sie ist aufgeräumt und geht nach draußen. Ja, okay, kann man vielleicht doch so lassen, den Satz. So, und dann wären wir draußen beim Bäcker. Zack befindet sich vor der Haustür. Links daneben ist ein Bäcker. Auf dem Schild steht geschrieben, geschlossen. Für Anfragen bitte Klingel drücken. Über die Straße laufen ist hier viel zu gefährlich. Es bleibt nur der Weg nach Westen übrig, beziehungsweise über Norden geht es wieder in die Wohnung hinein. Na, vielleicht lieber Wohnung zurück. Gut, ich schreibe auf. Da, hier habe ich die ganzen Fehler schon aufgeschrieben. Alles rot. Raum, Beschreibung, Lauf. Das Wort Lauf muss ich ändern. So, komm. Der Rest scheint erstmal okay zu sein. So, was kann man hier noch machen? Genau, man kann hergehen und sagen, benutze. Genau, der Bäcker kommt am Fenster. Hätte ich mal seine beischreiben können. Der Bäcker kommt zum Fenster. Der Bäcker sagt, es ist geschlossen. Und wir haben sowieso kein frisches Brot. Daraufhin verschwindet der Bäcker wieder. Zack klingelt noch einmal. Der Bäcker, hören Sie zu. Sie würden das Brot, was übrig ist, nicht haben wollen. Ist da noch ein Komma da? Ein Komma nicht? Keine Ahnung. Gehen Sie. Und schon wieder ist er weg. Zack klingelt noch einmal. Okay, die wollen es ja so. Daraufhin wirft Tee. Der das Brot.
ja Wetter, ne? Oder er das Brot. Ah, da müssen wir noch mal. Ah, da muss ich ihm noch ein bisschen was anderes einfallen lassen. Das gefällt mir nicht so ganz. Genau, Zack nimmt das Brot auf. Ja, er nimmt es auf, genau. Und damit hätte er das Brot im Inventar. Genau, das Gegenstand, ich aufgenommen habe. Telefonrechnung, etc. Ah, die Klingel muss weg, ne? Ja. Jetzt habe ich... Bestimmt gleich zweimal Brot. Zweimal Brot, ja, genau. Okay, da muss, Objekt gelöscht werden. Dann schreibe ich es auch mal eben auf. Objekt Klingel löschen. Ah, das reicht mir schon, dann weiß ich auch Bescheid. So, noch ein Fehler entdeckt. So, was können wir noch machen? Ja, mehr können wir nicht machen. Brot haben wir erhalten. Doppelte Ausführung. Das können wir eigentlich nur nach rechts gehen. ZB. So, genau. Jetzt stehen wir vor der Telefongesellschaft. Ist die Telefongesellschaft. Bei dieser hat Zack auch einen Vertrag. Ja. Abgesehen von Süden kann man in alle Richtungen weitergehen. Also Norden, Osten. Okay. So, einfach mal öffne Tür. Öffne Tür. Und betritt einen weiteren Raum. Ja, jetzt hoffen, dass wir im richtigen Raum sind. Ich habe noch nicht die Bezahlung der Rechnung habe ich noch nicht mit eingebaut. Und Text fehlt. Oh, was ist denn hier los? Hier muss ich noch einiges machen. Ich schreibe auf. So, ich schreibe auf. Tür fehlt in Objekten. Die Tür war da. Sprung in den Raum war falsch. Den Fehler habe ich auch behoben. Okay, dann schreibe ich auf. Raum be. Schrei, Beschreibung fehlt. Bezahlen der Rechnung fehlt. Das weiß ich jetzt aus dem Kopf, dass ich das nicht, noch nicht mit eingebaut habe. Jetzt, wo ich den Raum betrete, kommt die Erleuchtung quasi. Was kann man hier noch machen? Genau, man könnte eigentlich öffne Bewerbung. Genau, die muss man nehmen, die Bewerbung. Nimm Bewerbung. Okay, ich habe es genommen. Jetzt könnte man eigentlich sagen, kombiniere Buntstift mit Bewerbung. Das ist eine Cash-Card. Mit dieser kann man überall... Wow. Da ist auch noch irgendwas falsch. Da ist wieder was falsch. Ich schreibe auf. Kombi Stift Bewerbung NOK. Jetzt safen wir mal lieber. Ja, es gibt viel zu tun auf jeden Fall. Kann man eigentlich weiter nach Blüpp, nach Osten weitergehen? Das hier gemacht haben. Das Alien lässt Zack nicht vorbei. Genau, da habe ich schon einen Fleck eingebaut. Wenn er gleich die Mütze und die Nase aufsetzt, dann müsste das eigentlich funktionieren. Gut, wir gehen wieder raus, indem wir sagen, öffne Tür. So, dann wären wir wieder da. Jetzt gehen wir mal weiter Richtung Norden. Vielleicht ein bisschen wenig Text hier, ne? Okay. Vielleicht fällt mir noch ein schlauer Satz ein. Oh, warum geht die Musik weg? Die Musik geht weg. Das müssen wir auch noch ändern. Ich würde sagen, ich starte mal den Editor und dann können wir den einen oder anderen Fehler ja mal zusammen beheben. So, ich habe mein Commodore 64 resettet. Und jetzt gehen wir in den Editor hinein. So, da hätten wir ihn. Editor.
Das Schöne ist, D42 ist voll kompatibel mit Action Replay. Ist auch der einzigste Fastlore, den er wohl akzeptiert. Also Final Cartridge geht schon mal gar nicht. Das habe ich ausprobiert. Und noch so ein, zwei andere Fastloader, die gingen auch nicht. So, Datei laden. Erstmal alle ja, Systemdateien laden. Also Objekte, Flex, allgemeine Bedingungen und solche Scherze. So, und dann gucke ich mal auf meinem Spickzettel. Da steht bei Raum 02. Da können wir erst einen Raum mal laden. Raum 02. Schlafzimmer. Text untersuche Bett, Bindestrich fehlt. Gut. Dann gehen wir mal in die Bedingung hinein. Untersuche Bett. So, ich glaube, das war einer, vorletzte Text muss das gewesen sein. Hier, geheimes Zeichen. Genau, hier war das. Dann erschien ein Alien und zeigte ihm ein, dann machen wir einfach so, ein geheimes Zeichen. Okay, Fehler behoben. Wortkarte fehlt. Ja, ich baue das einfach mal ein, weil mir gefällt der Satz nicht. Damit das eigentlich mehr Sinn ergibt, hoppla. Von dieser, dann schreibt, ihr packt einfach mal Karte rein. Ich sollte eine Zeichnung von dieser Karte, der Text hier weiter, machen, die ich gesehen habe. Ja, das macht zumindest mehr Sinn. Der Satz finde ich jetzt zumindest. Na, muss nicht, man kann das auch weglassen, aber ich finde, das klingt besser. Name Papierstück NOK, genau, bei den Objekten war das, ne? Ne, hier ist richtig. Tapetenfetzen. Wo habe ich das denn falsch gehabt? Ach, genau, bei Nimm. Wenn ich sage, Raumbedingung. Ah, nee, öffne, genau, so war das. Öffne, Schublade. Dann kommt dann schlauer Text. Genau, das ändern wir in Tapeten minus Fetzen, Telefonrechnung und sei Bindestrich seine Cashcard. Tapetenfetzen, genau. Okay. Auch behoben. Ja, dann. Ich handhabe das immer so. Dann mache ich das erst auf gelb. Ne, das heißt, bräuchte dann. Ich habe es. Ich habe den Fehler behoben, aber ich muss das noch einmal validieren in dem Sinne. Genau, jetzt kommt der nächste Raum. TV, das scheint nicht zu funktionieren. Genau, da ist irgendwie ein Systemfehler drin. Ich sehe gerade, ich sitze hier so ein bisschen im Dunkeln. Ich mache mal extra für euch Licht hier an. So, Laderaum 02. Genau, das war mit dem Systemfehler oder wie man es auch immer nennen soll. Und zwar passiert das ja immer, wenn das Bett. Untersuche. Ich bin jetzt in diesem Raum, genau, mit dem Bett. Raumbedingung, untersuche Bett. Untersuche Bett. So. Genau, und dann sagt er auf einmal, irgendwie. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich mache einfach mal lösche. Ja, ich sage einfach mal lösche. Lösche in Raumbett. Der Fehler wäre damit behoben, hoffe ich zumindest. Raum 04, nimm Messer, Text fehlt. Das geht ja mal gar nicht. Jetzt sage ich ihm, Laderaum 04. Nimm Messer ohne Text. Wir schauen nach. Bedingung, nimm Messer ohne Text. Das kann nicht sein. Ist so ein Text. Text 00. Buttermesser. Hä, was habe ich da geschrieben? Nimm Messer ohne Text? Gegenstand in Besitz, Messer lösche in Raum, Meldung. Meldung kommt doch. Nimm Schlüssel. Da, ach, nimm Schlüssel war ohne Text. Ja, okay, ich sollte die Fehlerbeschreibung auch korrekt machen. Okay. Gucken. Öffne den Kühlschrank. Zick.
steckt das Brot. Hackerdefekt. Gut, dann schreiben wir. Zack, nimmt den kleinen Schlüssel mit. Mehr fällt mir jetzt dazu nie ein, was man schreiben könnte. Und sagen einfach mal, was hab ich da geschrieben? andersrum, ne? So ist das schöner, ne? Zack nimmt den kleinen Schlüssel mit. Okidoki. Da wird mir den Fehler auch behoben. Öffne Kühlschrank, Textfehler. Okay, da ist noch ein Textfehler. Meldung anzeigen, Text 1. Zack öffnet den Kühlschrank und stellt fest, dass nur ein Ei in diesem ist. Er nimmt das Ei mit und schließt die Kühlschranktür wieder zu, ne? Muss dann zu hin? Ah, deutsche Sprache ist gar nicht mal so einfach. Lass das mal so. Ah, die Buntstifte sind auch hier und nicht unter der Spüle. Die nimmt Zack auch mit. Ist ein bisschen unglücklich formuliert, aber lasse ich erstmal so. Hauptsache der Fehler ist weg. Ich stelle jetzt hier meine Excel-Liste alles wieder auf gelb, speichere es ab. Ich gehe nochmal in die Textbeschreibung. Zack befindet sich vor der Haustür links neben seiner auf den Schildschirm, blablabla, über die Straße laufen. Über die Straße laufen ist hier viel zu gefährlich. Es bleibt nur der Weg nach Westen übrig. Beziehungsweise über Norden geht es wieder in die Wohnung zurück. Nicht hinein. Ah, ja, geht auch, aber ich möchte zurückhaben. Zurück. So, hätten wir den Fehler auch behoben. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Die anderen Räume will ich jetzt dementsprechend auch noch so bearbeiten. Es wiederholt sich ja so ein bisschen, sage ich mal, in erster Linie Textfehler und ein paar Objekte fehlen noch, beziehungsweise ganz fehlender Text habe ich ja an einigen Stellen. Und da muss ich auch noch ein bisschen was Kreatives einfallen lassen, damit das Ganze so ein bisschen, ja, rund läuft. Ja, ihr habt auf jeden Fall jetzt erstmal einen kleinen Einblick bekommen, wo die Reise hingeht. Und ungefähr so auf diesem Niveau wissen etwa, werden die anderen Räume jetzt auch erstellt. Und ich denke mal, ich habe mir so als Zeitlimit, habe ich mir so das Jahreswechsel so vorgenommen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Mein Mensen ist ja auch noch nicht so ganz fertig. Ja, da muss ich auch nochmal Text auch nochmal so ein bisschen überarbeiten. Da sind so ein paar Sachen, die sind nicht ganz so sauber. Ja, da muss ich mit meiner Frau auch nochmal durchgehen, dass sie jetzt auch nochmal durchliest. Die hat ja immer so gute Ideen in der Hinsicht. Genau. Ich werde euch auf jeden Fall auch am Laufen halten, wie es so weitergeht mit dem Projekt D42 Adventure System, Zack McCracken. Und dann melde ich mich dann halt eben in ein paar Wochen, denke ich mal, zu diesem Thema nochmal wieder. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf! Stopp, es fehlt noch jemand.